Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Long Dark. Wir machen ganz schnell... Ach, guck mal, Hagebutte. Gucken wir gleich. Wir machen erstmal das Süppchen warm. Weil wir sind schon unterkühlt. Der Zustand sagt schon Tschüss. Stehen wir erstmal am Feuer und kochen uns die Tomatensuppe warm. Macht mir aber ein bisschen traurig, ehrlich gesagt, dass es nur Tomatensuppe gibt. Also ich persönlich hätte ja mehr Appetit auf Spargelcreme. Auch aus der Dose meineswegen. Oder Pilzcreme. Ihr merkt, Creme ist wichtig in dem Moment. Ist egal, ob Spargel oder Pilz garen. Wir machen mal die Hagebutten heiß. Keine Ahnung, was das bringt. Dann haben wir jetzt hier Maronen. Keine Ahnung. Wir gucken. Hagebuttentee im Inventar abgelegt. Sag ja, was kann er? Ah, CC erste Hilfe. Haltes Ausmittel gegen Entzündung und ein natürlich wirksames Schmerzmittel. 100 Kalorien. Trinken wir. Komm, was soll it? Ist gerade warm. Tut gut. Guck mal, da haben wir Kälte vertrieben. Eben waren wir noch unterkühlt vor wenigen Minuten. So, jetzt essen wir uns noch schnell eins. Und zwar, hier kommt Erdnussbutter. Glascremige Erdnussbutter. Gute Vitaminquelle. Vitaminquelle. Kalorienquelle. Genau. Erdnussbutter hat viel Vitamine. Und macht auch nicht dick, weil ist ja kein Zucker drin. Jetzt habe ich ja, gut, dass zu windig ist, ein Streichholz zu entzünden. Ich habe in guter alter Finn-Manier habe ich M gedrückt für die Map. Wir haben noch 51 Minuten Feuertonne. Die verschwinden wir nicht. Komm, wir machen noch einen Liter Wasser. Ganz einfach, weil wir es können. Jetzt wird es natürlich schon spät. Tja, was machen wir? Wir haben viel Zeug. Wir können schön hier... So, 20 Minuten Feuertonne. Keine Laterne im Inventar? Hatten wir nicht eine Laterne gefunden? Oh Gott. Oh Gott. Ich dachte, wir hätten eine Laterne gefunden. So ein Cheat. Jetzt sind wir hier. Ach du Scheibenkleister. Oh je, Mine. Oh je, Mine. Ich will zurück zu meiner Tonne. Jetzt stehen wir hier. Oh Gott. Was mach ich denn jetzt? Schneesturm, nachts ist hoch. Wir finden doch nicht. Gefühlt 18 Grad. Sehr nett. Gleich fangen wir an zu schwitzen. Wollen wir im T-Shirt hier sitzen? Was machen wir denn jetzt? Verdammte Inzucht. Hunger, Durst. Ich rette mich mal über die Zeit hier mit was trinken. Ja, die Müdigkeit. Bald sind wir wieder überladen, Kinder. Und die Erschöpfung ist, nicht zu verachten. Das war ein schlechter Ausflug. Also schlecht geplant vor allem. Ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Ihr seht wahrscheinlich auch nichts. Nur Bäume. Wir laufen... Oh, jetzt habe ich aber einen Schreck gekriegt. Es ist nur ein Baumstumpf. Ich dachte, wäre ein Wolf. Wo die Bäume aufhören, wird es ganz schlimm. Guck mal, seht ihr was? Ich sehe... Boah. Shit, ich hasse Schneesturm. Und dann auch noch nachts und... Nee, passt auf. Wir müssen... Oh, jetzt finde ich die Hütte nicht mehr. Da, sehr schön. Hoffentlich brennt das Feuer jetzt noch. Es brennt natürlich nicht mehr. Shit. Feuertonne. Ah, ich kann noch ins Feuer geben. Nice. So, zack. Zack. Wir machen 3,5 Stunden Feuer. Kochen noch einen Hagebuttentee. Und dann hoffen wir einfach, dass das Feuer uns hilft. Das Feuer ist unser Freund. Schlafsack. Zack. So, wie lange noch? 3 Stunden 16, dann schlafen wir 3 Stunden. Bitte, bitte. Aber unser Zustand ist auch gut. Wenn wir vom Wolf angegriffen werden, können wir ihn immer noch messern schnell. Das war ja beim letzten Mal mit Alice, war das ja dahingehend ein Problem. Später haben wir es, 0.38 Uhr, sieht schon wieder alles besser aus. Dass wir schon, ich sag mal, low HP waren. So, zeig mal einmal kurz, mich interessiert jetzt gerade, wo ist der Schlafsack? 81%, ist um 2% runtergegangen, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. So, jetzt ist nur noch nachts. Ach, guck mal, hä, ist das die? Nee, warte.
gucke ich mir... Nee, da ist die. Die ist neu. Also wahrscheinlich nicht neu. Die sieht auch nicht neu aus. Sieht gebraucht aus. Ach, guck mal, nochmal Holz. Steck mal ein. Ich hab jetzt hier unser ganzes gutes Holz einmal verbraten. In meiner Angst. 0 Uhr 45, ey. Da können wir noch ein paar Stunden hier im Dunkeln rumstapfen, ohne was zu finden. Schade. Aber eigentlich, ja. Ja, doof, dass es jetzt dunkel ist und alles. Weil ich bin der Meinung, beim Three Strikes Bauernhof, das kann ja nicht der Bauernhof gewesen sein, die drei jämmerlichen Häuschen da, oder? Was haben wir hier? Aha, aha, aha. Wir haben weiterhin so Holzzeug. Wollen wir hier mal... Ich betitel das jetzt einfach mal als Straße. Dem folgen wir mal. Können natürlich auch im Notfall noch die Flare anmachen, aber würde ich gerne... Aha, Brücke. Oh nee, sag mal nicht. Das sieht aus wie die Todesbrücke des Todes. Die erinnert mich an diese eine Brücke in diesem einen Spiel. Habe ich den Weg jetzt schon verloren oder ist hier noch der Weg? Man sieht ja wirklich überhaupt nichts. Kann man einmal den Mond anmachen, bitte? Auf die Map gucken kann ich auch nicht. Mach doch an die Fackel. So. Du Knecht. Schade, dass nur ein Wolf war. Wenn es ein Bär gewesen wäre, hätten wir ihn messern können. Hätten ihn dann ganz brutal aufgeschlitzt. Ey. Und hätten in seinen... Zack, hau ab. Hätten dann in seinen Eingeweiden übernachten können. Da wäre es dann warm gewesen und so. Und da trauen sich Wölfe auch meistens nicht ran. So, jetzt ist hier ganz verlassen und allein hier so ein Schornding, oder was? War das der gleiche Wolf oder war das ein zweiter Wolf jetzt? Sonst hat er aber ein ganz schön schlechtes Gedächtnis, der Kamerad. Ja, ich weiß, da lag ein Reh. Ach, guck mal, hier ist noch was. Ach nee, ich habe mich nur wieder einmal gedreht und... Doch, ist ein Reh. Sah jetzt gerade von hier, dachte ich, ey, ist das ein Schwein? Du Schwein! War aber nur ein Reh. Tja, so ist das im Leben. Tja, jetzt, wir trampeln durch den Schnee. Wir trampeln durch den Schnee. Oh je, Mini. Mitten in der Nacht. Wo ist er? Wo ist er? Da. Die Augen leuchten aber spät. Hau ab! Hau ab. Uff, das war knapp, ey. Das sind wirklich zwei. Und ich laufe denen wahrscheinlich die ganze Zeit auch hinterher. Weil ich sie jetzt schon wieder nicht mehr sehe. Gleich kommen sie wieder. Da kommt er wieder. Hau ab. Oh, schön. Ich bin sehr froh, dass das so zuverlässig funktioniert. Ah, guck mal, hier ist wieder Weg. Aber jetzt bin ich wahrscheinlich, wir gehen hier lang. Ich hab mich so hoffnungslos verirrt gerade wahrscheinlich. Ich werde nicht mal mehr nach Hause finden. Oh je. Oh, so ein bisschen sieht man ja. Hauptsache die Flare geht jetzt nicht aus. So, ja, wenn jetzt hier nicht finsterer Wald wäre und ich nicht genau wüsste, dass es hier keine Menschen gibt und keine Zombies, würde ich jetzt wahrscheinlich, also nicht, wenn jetzt nicht finsterer Wald wäre, sondern wenn ich nicht genau wüsste, dass es hier nichts gibt, kommen wir an der Kreuzung raus. Shit. Hier ist wieder so Holzplanken-Dings. Keine Ahnung. Würde ich jetzt wahrscheinlich pfeifen oder singen oder so. Das ist dann, weiß nicht, ich bin lange nicht mehr, nee, ich glaube nicht. Früher habe ich das gemacht, als ich jünger war. Gut, mache ich auch unter der Dusche, aber das sind ja unterschiedliche Beweggründe. Was ist denn hier für ein Baum? Ah, das sind wieder... Ah, sagt mal, bin ich jetzt wieder im Kreis gelaufen? Ich würde so furchtbar gerne... Muss ja nicht mal eine Map sein, aber einfach zu sehen... Hier, junger Mann, ich bin im Kreis gelaufen. Unfassbar. Un-freaking-glaublich. Idyllisches Tal, Bauernhof. Wir sind wieder zu Hause. Sehr schön.
Sehr schön. Naja, man kann sich aber auch schlechter verlaufen. Gibt's mal zu. Man kann sich schlechter verlaufen, als wieder aus Versehen zu Hause rauszukommen. Das hätte schlechter laufen können. Habe ich eigentlich... Ich wundere mich die ganze Zeit immer, wenn ich an einem Feuer stehe, wie ich mir den Kaffee warm machen, aber... Habe ich den schon weggetrunken? Muss ich mir jetzt wirklich alle meine Folgen nochmal angucken? Na gut, alle nicht. Ich weiß ja, dass wenn, dann war es Cherry. Alice kann es ja nicht gewesen sein mit dem Kaffee. Die ist nämlich verendet, bevor sie hier das Haus gefunden hat. Haben wir irgendwas gefunden, was sich lohnt? Ja. Ja. Sturmlaterne. So, jetzt können wir auch unser Petroleum benutzen, was wir in der Tasche haben. Ui, das ist viel. Das legen wir erstmal weg. So. Ja, so. Hätten wir mal vor unserem Ausflug finden können, finde ich. So, und damit hier gar nicht nochmal was Komisches passiert, legen wir die Flare hier in die Tür, dass da kein Wolf reinkommt. Und schlafen erstmal schön 6 Stunden. So, jetzt musste ich euch beim Schlafen kurz ein bisschen allein lassen. Habt ihr die Ruhe genossen, damit ihr auch schlafen könnt? Außerdem habe ich mich anders hingesetzt. So. So, Flüssigkeitsmangel. Was sagt denn der Hunger? Hunger haben wir auch. Mouth. So, so dry. Sehr gut, sehr gut. Trink mal eins hier. Zack. Haben wir immer noch Hunger? Oh, oh, Hunger ist auch noch ordentlich da. Hier, komm. Gerade so ein bisschen das Trockene im Mund weggespült. Komm, nimm mal Cracker hinterher. Brauche ich gar nicht zu gucken. Trinken wir direkt eins hier. So, ach, das sieht doch schön aus. Guckt euch das mal an. Und dann essen wir noch einen Schokoriegel. So. 2 Energieriegel, eine Kondensmilch und Wasser. Das ist doch die perfekte Ausgangslage für eine neue Erkundungstour in die andere Richtung. Also ich hoffe, in die andere Richtung. Wir werden gucken, wie lange wir in die andere Richtung kommen, nicht wahr? Man weiß das ja hier bei mir so nie. Ich könnte jetzt auch den Weg, den wir gegangen sind, nicht nachzeichnen, ehrlich gesagt. Gerade. Ich habe mich da in der Dunkelheit einmal zu viel gedreht, um noch irgendwas zu wissen. So. Da sind wir lang spaziert. Da ist die Scheune, dann können wir mal hier so lang, ne? Da sind wir gerade desaströs. Einmal wahrscheinlich so im Kreis gelaufen und dann wieder zurück. Und gehen wir jetzt einfach hier lang. So, Punkt. Sehe ich wenigstens auch was. Hoffentlich bleibt das Wetter so. Eieiei, aber hier ist wirklich auf der Map ist also echt mager, ne? Ihr seht ja, jeder Ausflug ist ein Abenteuer, weil man einfach nicht weiß, ob man zwischendurch erfriert oder sich in den Schnee legt, weil man nicht mehr kann. Ganz zu schweigen von Dinge finden. Also, ne? Gut, wir haben jetzt auf der letzten Tour... Hier waren wir doch eben auch. Hier sind wir doch eben einmal lang im Schneesturm. Bin ich hier sowas von im Kreis, dass ich hier... Oh je, Mini. Was wollte ich sagen? Achso, ja, was wir auf der letzten Tour gefunden haben, das haben wir auch quasi auf dem Rückweg schon weggemampft gehabt wieder. Obwohl doch, wir haben ein bisschen was zu essen, haben wir in unsere Essenskiste gepackt. Auch nicht schon wieder ein Wolf, ich habe nicht mehr so viele Flares. Ah, apropos viele Flares. Achso, nee, die habe ich ja im Schlafzimmer hingeworfen. Das wollte ich gerade schnell wieder aussortieren, weil kaputte Flares mit rumtragen, finden wir nicht geil. Ja, genau, das ist hier genau da, wo ich eben noch erzählt habe. Oh, hier wollte ich dann nicht abbiegen und bin dann da geradeaus weiter. Und da sind die 2 Wölfe, da ist das kaputte Reh. Ja, hier sind wir gerade einmal schon mal lang. Gut, dass wir hier erkunden. Nee, hau ab. Ich will jetzt keine Flair für dich verschwenden, mein Freund. Glück gehabt, Glück gehabt, Glück gehabt. Ich glaube, ich hätte jetzt auch keine Flair verschwendet. Ich bin gerade auf die beiden ein bisschen Argon gebürstet. Da hätte ich mich auch, hätte ich es drauf ankommen lassen, hätte ich's.
ich mit meinem Messer auf den Wolf gestürzt. Habe ich erzählt? Habe ich erzählt. Alles gut. Jetzt fragt euch was. Natürlich habe ich erzählt, dass es Leute gibt. Habe ich, glaube ich, in der ersten Staffel schon erzählt. Da habe ich noch viel immer gelesen, so. Damals habe ich noch gelesen. Mach ich heute nicht mehr. Heute gucke ich nur noch YouTube. Dass es Leute gibt, die in der Tat sich damit überlebt haben, dass die sich halt, weil die so furchtbar viele Verbände und Antiseptika hatten, dass die halt mit Messer auf Wolfjagd gegangen sind, immer. Brauchten so keine Gewehrmunition, nix. Ah, ist das hier der Geheim? Nee, das ist ein anderer Weg, ist nicht der geheime Geheimweg von gerade. Die sind halt raus, haben den Wolf gesucht, haben mit dem gekämpft, haben sich geheilt, haben den geplündert, haben zu Hause 5 Tage davon gegessen, von dem Wolfsfleisch, und dann sind sie wieder raus, haben sich den Wolf gesucht, haben den geplündert und, naja, rinse and repeat. Das ist der geheime Geheimweg. Ist er nicht. Ist er nicht. Wollen wir es riskieren? Uiuiui. Runterspringen würde ich hier ungern direkt. Frage ist, kommt mal wieder hoch. Gibt's hier irgendwas Lohnendes? Guck mal da hinten. Könnte fast ein Gebäude sein. Ne, da. Ich treffe nicht mit der Maus. Na egal, ihr wisst, wo ich meine. Huh. Ja, jetzt ist eh zu spät. Komm. Cherry, tu es. Du kannst es, du schaffst es. Ich glaube an dich. Nicht hier runterfallen. Schwupp. So. Jetzt sind wir mal wieder ganz woanders. Aber ich glaube, es ist... Da ist eine Brücke. So viel zu geheimer Geheimweg. Hier war schon mal jemand. Wir gehen woanders lang. Da ist ein Hirsch. Warte mal, eine Brücke? Also bei Brücken bin ich ja immer verdächtig gerade, ne? Brücken finde ich ja verdächtig. Die haben alle was an sich, wo ich sage, na. Die hat doch was ausgefressen, die Brücke. La-di-da-di-da-di-da. Ja, ich war in der letzten Folge, glaube ich. Oder war das jetzt in der Nacht? Irgendwann habe ich darüber philosophiert. Was mir das Spiel gerade noch bringt. Also irgendwie bringt mir das gerade nicht mehr viel. Also, na klar, es macht jetzt hier Spaß, hier rumzutouren. Aber jetzt, wenn ich ja einmal erkundet habe und weiß, wo was ist und alles einmal gesehen habe, ich weiß nicht, ob ich dann jetzt direkt nochmal so viel weiterspiele. Also so wie beim ersten Mal zum Beispiel, ne, als es halt darum ging, das Spiel überhaupt kennenzulernen und zu gucken, wie lange schafft man es zu überleben und die Gegend erkunden und mit der Gegend arbeiten und so. Und beim zweiten Mal dann mit dem neuen Gebiet, was wirklich ein geiles neues Gebiet war, da hatte ich auch noch richtig Bock. Also da, als wir dann ja durch waren und in unserem Haus für, lass mich lügen, 3 Jahre Nahrungsmittel gebunkert haben, hatte ich auch richtig Bock. Da sind wir wieder rüber zum Rätselsee. Und da dachte ich, so, und jetzt hortest du hier richtig. Schaffst langsam alles, was du hier findest. Schaffst du Richtung Staudamm. Was haben wir denn hier? Klappe. Da ist bestimmt nichts drin. Lasst euch doch nicht verarschen, Leute. Wir gehen noch die Hagebutte hier sammeln und dann gehen wir da runter. Ja, da hatte ich Höhle am Aschgrat. Aha. Aha. Gucken wir uns auch an, aber erst... Oh, wir haben einen Bunker. Hoffentlich wohnt da kein Fluffy. Vorratsbunker. Oh, das ist wieder so ein klar... Wisst ihr, ich habe gesehen, in Videos habe ich gesehen, was es für Bunker gibt, ne? Riesenteile. Und wir haben schon wieder so einen kleinen. Wollen wir nicht meckern. Wir haben einen Bunker. Punkt. Yay. Freuen wir uns. So, warte mal. Boah. Ja. Boah. Fette Beute. Ha. Und Dosenöffner haben wir schon. Noch einer. Buh. Das wird für Kinder. Schrank.
Ja, ihr seht, ich bin zögerlich, damit hier was einzustecken. Stacys Traubenlimo. Geil auf jeden Fall. Sehr, sehr geil. Schade, dass das wieder so ein kleiner ist. Da gibt es auch große mit einer Feuertonne und da kann man dann richtig gut wohnen. Aber hier kann man ja nicht wohnen. Da muss ich ja immer vor die Tür gehen zum Feuer machen. Feuer liegt, Holz liegt ja auch gar keins rum, sehe ich gerade. Was ist denn das für ein Kack? Kleine Luft sprengen hier das Teil. Zwei Zunderbündel. Pff, und da mal Streichhölzer. Komm, die Streichhölzer nehmen wir mit. Holz, Streichhölzer, sehr gut. Nur, ich habe schon mal einen Witz drüber gemacht, ne? Ja, das Problem ist jetzt, ich weiß nicht, ob wir das hier jemals nochmal wiederfinden. Machen wir die Lampe aus. Wir sehen genug. Ob wir das hier jemals nochmal wiederfinden. Nee, komm, wir machen's. Und wenn wir hoffnungslos überladen sind, zack, Lampe an, wir looten hier alles. Wir nehmen alles mit und bringen das nach Hause. So. Alles. Alles, sage ich. Du wolltest doch was stehen lassen, Cherry, habe ich gesehen. Na gut, die Zeitung lassen wir liegen da unten. Falls hier nochmal einer reinkommt. Stell dir das mal vor. Du stehst vor so einer Klappe so. Oh, gerade so halb erfroren. Seit Tagen nichts gegessen. Gerade immer so ein bisschen ekelhaften Schnee im Mundwinkel geschmolzen. Und gegen das Verdursten überladen. Ja. Keine Überraschung. Kommst du, siehst dann diese Klappe und denkst, oh, das war sogar so ein Militärpaket. Und denkst dann, oh, jawohl, meine Gebete wurden erhört. Dann kommst du hier rein, liegen hier zwei Dosenöffner auf dem Regal und eine alte Zeitung. Weiß schon einer, wo der da war. Schön. Na komm, einen nehmen wir mit. Okay. Wer auch immer hier reinkommt, braucht nicht mehr als einen Dosenöffner. Tut mir leid. Da bin ich einfach Ego-Schwein jetzt. Die große Frage ist natürlich, finde ich jetzt nach Hause? Wir sind ja da geheimen Weg runtergesprungen. Wie doll überladen sind wir denn? Ach du Schande. Das geht nicht. Nein, tut mir leid. Klappe. Sure. 10 Kilo drüber, Leute. Wir sind 10 Kilo drüber. Wir müssen was ablegen. Komm, Aktenschrank. Essen und Trinken. Wie viel Getränk haben wir denn jetzt dabei? Bestimmt viel zu viel Wasser. 14,5. Wartet mal. Weil Wasser ist ja eigentlich kein großes Problem, oder? Seht ihr ein Problem mit Wasser? Nee. Und dann haben wir jetzt noch 4,5 Liter dabei. Guck mal, Hunger, Durst. Können wir gleich noch was vernichten hier? Achso, apropos vernichten. Den können wir auch gleich kaputt machen hier. Zack, zack, zack. Weg das Ding. Und dann haben wir da noch 10 Liter Wasser drin liegen für den Fall der Fälle. Essen wir hier noch schnell was? Kondensmilch. Prösterchen. Mach auf. Ah, hätten wir mit dem anderen Dosenöffner machen sollen. Naja, was soll denn? Passiert. Ist es, Mäuschen? Ist sie. So, und dann haben wir trotzdem keinen Platz mehr zum Weitererkunden. Aber ich möchte mir gerne noch die Höhle angucken. Beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play the Long Dark. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Tschüssli Müsli.